Wir hören jetzt eine Stelle, die in einem Hongkonger Restaurant spielt. Dort ist es immer laut und voll, alle reden durcheinander. Am Nebentisch wird gerülpst, gefurzt und gekleckert. Und hier stellt die Hauptprotagonistin Christine Wu ihren Freund Paul Liebowitz ihrer Mama vor. Und chinesische Mütter spielen im Leben ihrer Töchter eine große Rolle. Und das hören wir jetzt auch hier. Paul, das ist meine Mutter Wu Jihe. Mama, das ist, wie viel verdienen Sie? Unterbrach Wu Jihe ihre Tochter. Aber Mama! Christine wäre am liebsten vor Scham im Boden versunken. Der Abend konnte kein gutes Ende nehmen. Wie oft hatte sie ihre Mutter in den vergangenen 2 Tagen gebeten und ermahnt, diese Frage nicht zu stellen. Christine wollte protestieren, Paul bedeutete ihr jedoch mit einem Lächeln, dass er diese Art von Verhör erwartet hatte. Der Mensch ist ein lebender Reichtum, aber ein toter Schatz, erwiderte er. O Paul, eine viel schlechtere Antwort hättest du nicht geben können. Christine fürchtete, er würde gleich noch hinzufügen, dass ihm Geld nichts bedeute, da er sehr bescheiden von Erspartem lebe, da er seit Jahren nicht arbeite, weil er um seinen verstorbenen Sohn trauere. Damit wäre der Abend beendet, bevor er richtig begonnen hatte. Ihre Mutter würde höflich die Bestellung abwarten, hastig essen und auf einen schnellen Aufbruch drängen. Sie hatte ihren Mann, ihren Sohn und ihre Heimat verloren und trotzdem oder deshalb gearbeitet, bis ihr Körper verbraucht war. Wie sollte sie Verständnis für Pauls Weltabgewandtheit aufbringen? Christine fragte sich, wie sie diesem Essen überhaupt hatte zustimmen können. Am liebsten würde sie jetzt Übelkeit vortäuschen und den Tisch für eine Weile verlassen. Als Westler, ihrer Mutter, mit chinesischen Sprichwörtern zu kommen, war keine gute Idee. Und diese besondere Weisheit entsprach ganz und gar nicht Wu Jihes Erfahrung. Menschen und Schätze waren für sie 2 sehr unterschiedliche Dinge, die in keinerlei Beziehung zueinander standen, nicht in ihrem Leben. Argwöhnische Augen, ein kurzer Blick, der nichts Gutes verhieß. Mit Geld bist du ein Drache, ohne Geld nur ein Wurm, entgegnete sie verächtlich. Da haben Sie recht, erwiderte Paul, der seinen Fehler bemerkt hatte. In seiner freundlichsten, was für eine Ehre, Sie kennenzulernen, Stimme, fügte er hinzu, deshalb möchte ich Ihnen versichern, dass ich genug verdiene. Grummelte die Mutter unzufrieden und trank schlürfend von ihrem Tee. Christine wusste, dass es das Wort genug im Zusammenhang mit Geld für ihre Mutter nicht gab. Nicht aus Gier, sondern weil Geld die einzige Sicherheit war, der sie vertraute. Weil ihnen Geld die Flucht nach Hongkong ermöglicht hatte, weil sie überzeugt war, dass Geld auch Vögel, die nicht fliegen können, Flügel wachsen lässt.